Und damit willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Eine Woche nach der großen Ankündigung vom letzten Mal. Ich habe versucht, mich ein bisschen darauf vorzubereiten. Und ich hoffe immer noch, dass ich mir da nicht zu viel vorgenommen habe, weil ich habe noch ein bisschen rumexperimentiert mit anderen Gebäuden. Also die versucht von Siedler in Minecraft zu übertragen. Teilweise gelingt es, teilweise so irgendwie so gar nicht. Das Ding ist halt auch, manchmal muss ich mich halt entscheiden, ob ich die Textur vom Gebäude haben will oder die Farbgebung stimmen soll. Aber beides geht zum Teil nicht. Und manchmal kollidiert es auch einfach. Also mit den Minen tue ich mich zum Beispiel im Moment ein bisschen schwer. Aber im Moment ist ja eh erst bei der Tempel dran. Und der Tempel, im schlimmsten Fall, glaube ich, ist der auch alleine ganz beeindruckend. Aber bin mal gespannt. Eigentlich hätte ich schon gerne eine große Stadt drum. Ich habe die Karte, die wir beim letzten Mal gemacht haben, mal aufgehängt. Na, da war noch ein Ozeanmonument. Es ist noch eins irgendwo hier in dem Bereich. Das können wir vielleicht noch markieren, wo wir jetzt sowieso hinfliegen müssen. Und irgendwo da oben ist dann der Teil. Ich glaube, die Insel hatte ich mir irgendwie ausgeguckt. Weil da schon ein bisschen Platz ist. Und dann kann man irgendwie hier gucken, dass da ein Hafen ist. Keine Ahnung. Ich habe ein paar Schulkerboxen vorbereitet dafür. Moment. Hier, ich habe sie drin. Und die roten Netherziegel haben leider nicht reingepasst. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles ist, was ich benötigen werde. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal Material holen müssen. Zum Teil haben wir auch nicht mehr. Also hier die Kisten habe ich. Okay, also ich habe die Kisten für Andesite und Granite habe ich geplündert. Auch die in der Mine unten. Also da müssen wir unter Umständen nochmal was holen gehen. Kann man dann aber auch mit einer Höhlentour durch die neuen 1.18 Höhlen in dem Gebiet kombinieren. Also das ist nicht mehr unbedingt so schlimm. Vogelscheiße habe ich jetzt einfach mal da gelassen, weil braucht kein Mensch. Dschungelscout, ein paar Platz für Tempel finden. Netheranbindung, genau, das wäre ganz gut. Wir müssen in der River Skelett Farm, es ist ja jetzt mit 1.18 so, dass Monster nur in absoluter Dunkelheit spawnen. Zumindest wenn halt Lichtquellen da sind, die nicht aus dem Himmel kommen. Ist irgendwo gut, aber es macht halt ein paar Farmen kaputt. Und die River Skelett Farm ist ja direkt bei der Blaze Farm. Das heißt, da müssen wir jetzt mit dem neuen Glas arbeiten, was jetzt kein Licht mehr durchlässt. Aber ich wollte das rote Glas, das gefiel mir ja eh nicht. Also wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir uns ein paar Amethyst-Splitter holen und dann halt Glas umwandeln. Ich weiß auch noch nicht, wie Flussüberquerung hier funktionieren soll, weil Brücken würden ja auch Schiffe behindern. Das heißt, das ergäbe nicht so viel Sinn. Aber irgendwas brauche ich aber natürlich schon. Nur Siedler kennt in den ersten Teilen halt auch eigentlich keine Brücken. Wollen ja einigermaßen mittig schon sein, okay? Also, das ist der Mittelpunkt. Dann gehen wir 8 in jede Richtung. Ich musste auf der Testmap tatsächlich, bin ich hingegangen und habe die Tick-Speed hochgestellt, einfach damit die Blätter schneller verschwinden, weil du sonst einfach überhaupt nicht weißt, wo noch Bleche sind. Also wo überhaupt noch Baumstämme sind, die dann Blätter irgendwie unterstützen und wo halt nicht. 5, 6, 7. Und den Bereich müssen wir dann komplett säubern. Und auch planieren. Dann weiß man, glaube ich, auch die Arbeit der Planierer in Siedler zu schätzen. Also ich merke, warum Leute nicht gerne im Dschungel bauen. Aber dieser Dschungel wird sich unserem Willen beugen. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch mir den richtigen Ort auswähle. Aber ich glaube, die Insel ist ganz gut geeignet. So als Mittelpunkt. Und das Ding ist, im Wald siehst du halt echt nichts. Aber diesen Tempel, den wird man sehen. Der ist relativ hoch. Also ich habe bei dem Tempel ja bewusst extra in einem größeren Maßstab gebaut. So etwa 2 zu 1. Also, oder 1 zu 2 so rum. 2 zu 1 so rum. Weil es ist ja größer, als es im Spiel wäre. Weil wenn du versuchst, das Ding 1 zu 1 zu bauen, dann kannst du keine Details reinmachen. Das war mein erster Versuch und das ging nicht so geil, dann habe ich halt die Größe verdoppelt und dann ging es. Dann hatte man wirklich auch Raum.
Hallo, Crossroads-Tempel. Ich denke mal, die Lila-Straße könnte man auch vielleicht irgendwie dann in die Richtung führen. Hallo, Kakaobohnen. Auch so, leider total unnütz, weil, ich meine, du machst braune Farbe mit ihnen und du machst Kekse mit ihnen. Beides jetzt nicht so mega nützlich. Echt total schade. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich erinnere mich noch, dass es mal bei Löwenzahn hieß, dass die Mayas Kakaobohnen als Währung eingesetzt haben. Unter anderem, also ich glaube, die haben noch für ein paar mehr Sachen die, sie eingesetzt, aber ich glaube auch teilweise auch als Heilpflanze. Wie war das? Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade für mich Obst. Aber man sieht einen Fortschritt, das ist schon mal gut. Wie gesagt, das ist etwa doppelt so groß, wie das, wie der Tempel in-game sein dürfte. Was jetzt Dschungelholz ohne Ende. Ja, apropos. Ist das genug Holz vor der Hütte? Fünf ist eh am besten. Oh je. So, ich muss aber mal kurz. Ich brauche irgendwas zum Platzhalter. Ach, meinst du den Glowstone? Nee, der Glowstone ist. Ich meine, gut, ich habe Glowstone genommen, auch damit es Spawns blockt. Das ist schon, aber es, das Raster ist eigentlich dafür da, eine Orientierung, weil es halt dieses 5x5 Bausystem ist. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber eigentlich total einfach. Du hast halt, planst halt dein Gebäude anhand dieser Kästchen. Also das ist ein Kästchen, das ist ein Kästchen. Das ist das dann, die kleinste ist halt ein 5x5 Ding. Wenn du das jetzt hier machst, hast du halt 5x9. Oder wenn du die 4 nimmst, hast du 9x9. Und damit kannst du halt grob die Form von einem Gebäude schon gut planen. Hallo Zombie. Hallo Skelett. 3, 3, 4. Und dann nochmal. 2, 3, 4. So. Noch so eine Sache, wo ich abweichen muss beim Dings. Wir wollen ja wahrscheinlich auch hier den Teil irgendwie nutzen, diese ganzen Etagen, die hier entstehen. Und das Ding kriegt auch einen Innenbereich. Von daher muss ich hier irgendwie was überlegen, wie man denn noch darunter kann. So. Dann brauchen wir nämlich die Netherbricks auch nicht mehr. Das ist übrigens alles an Gold, fast alles an Gold, was wir noch hatten. Also wir müssen auf jeden Fall. Ich meine, wir haben noch Gold als Erz. Jetzt mit Fortune lohnt sich das ja richtig. Aber wir müssen vielleicht auch nochmal auf Goldjagd gehen. Aber das sind schon mal zwei wichtige Details, die sein müssen. Mitte ist hier. So. Das müsste es sein. Ich muss den Testbild nochmal angucken. Aber das Grundgeschild, also das hier muss halt weg später. Aber das Drahtgittermodell ist soweit da. Wir müssen uns vielleicht mal von irgendwie. Wir müssen uns das mal im Flug angucken. Aber ich würde sagen, weiter kommen wir auch nicht. Ich glaube, wir müssen im nächsten Stream wirklich gucken, dass wir mehr Rohstoffe besorgen. Und weil wir kommen nicht drum rum. Wir brauchen mehr Granit, wir brauchen mehr Andesite, wir brauchen auch die Steinfarm, muss ich nochmal zwischen den Streams durchlaufen lassen. Da muss ich auch nochmal die Raid-Farm nutzen. Wir kommen nicht drum rum. Aber ich glaube, den Außenteil können wir in ein oder zwei Streams dann auch fertig haben.
Ich habe auch festgestellt, wir werden sowieso auch, wir werden auch hier bei der Treppe ein bisschen abweichen müssen von der Vorlage. Weil man sonst einfach nicht sinnvoll auf die hinteren Ebenen kann. Ich fände es eigentlich viel cooler. Das gibt es nur leider in Minecraft nicht. Ich fände es an sich total cool, wenn es Leitern gäbe. Die aber nicht eben einfach nur Holz sind, was man an den Stein ranbappt. Sondern, dass der Stein praktisch sich nach innen praktisch einkerbt. Und man da reingreifen kann. Das fände ich schon irgendwie schon für so Steingebäude einfach viel, viel cooler. Und auch, es wäre halt auch weniger auffällig. Aber man muss halt das nehmen, was man kriegt. So, was ich gerade nicht weiß, ist, wie Rüstungsständer funktionieren. Beziehungsweise, ich muss sowieso nochmal gucken, wie ich das genau mache, weil... hier in diesen kleinen Einbuchtungen ist die Frage, was man da reinmacht. Im Spiel ist da irgendwie so eine Zeichnung drauf, irgendwie von einem Krieger mit, ich glaube rotem Helm und grüner Hose oder umgekehrt. Die Frage ist, versucht man das irgendwie mit Glas zu machen? Ich meine, dann hat man halt einfach wirklich nur grünen Glasblock, roten Glasblock und noch was anderes. Oder versucht man es mit einem Rüstungsständer. Rüstungsständer sah an sich ganz gut aus. Dann kann man gefärbtes Leder nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich muss aber noch mal ein bisschen testen, glaube ich, wie das aussieht. Also mit dem Glas, ob man das irgendwie hinkriegt, dass das... Auch wenn man dann nicht erkennen wird, was es sein soll, aber dass es irgendwie gut aussieht. So, soweit so gut. So, kann mir auch relativ egal sein. Ich glaube, genau, goldtechnisch müsste es das gewesen sein. Glowstone-technisch sieht es ein bisschen anders aus. Dafür brauchen wir noch mehr. Das haut nicht hin. Denn wir müssen ja die Sonnenstrahlen auch noch irgendwie durchkriegen. So, und da kommt dann Glowstone rein in die Dinger. Das ist dann zwei dick, damit wir es auf der anderen Seite die Sonne nicht sehen können. Und dann machen wir hier hinten mit relativ viel Smooth-Zeug die Wand. Das sieht aus, als würde es reingehen. Wir gehen einmal unter Wasser. Was bist du? Bist du? Smooth Basalt? Nice. Das ist eine Geode. Ich meine, so selten sind die, glaube ich, gar nicht, aber... Oh, und wie wir das mitnehmen werden. Das Ding bauen wir komplett ab. Ich meine, wir haben bei der Base schon eine Geode, wo man mal farmen könnte. Falls man mal eine Wikinger-Siedlung bauen, wird der Amethyst-Block auch auf jeden Fall zum Einsatz kommen, glaube ich. Weil der ist praktisch prädestiniert für diese Gesteinsformation bei dem Tempel. Aber erstmal müssen wir diese Maya-Siedlung halbwegs hinkriegen. Bevor wir auch nur daran denken, was anderes zu machen. Und vor allem, ob wir dann direkt wieder so ein Projekt machen wollen oder halt... Was anderes ist auch wieder die Frage. Oh, die sehen cool aus. Das sind glühende Beeren. Ja, hier kann man halt auch wirklich mit einem Elytra durchfliegen. Moos habe ich ja. Kann ich mir was von den Glühbeeren mitnehmen? Kann man die an der Oberfläche züchten? Bin mir gerade nicht sicher, ob das geht. Ja, wir haben hier so ziemlich alles gekriegt, was wir haben wollten. Was heißt nicht, was wir haben wollten, aber alles, was wir hier so finden können. Also wir sollten uns langsam mal versuchen, wieder auf den Heimweg zu machen, beziehungsweise, ich meine... Andesit und Dings müssen wir dann halt holen, wenn wir es brauchen. Oh, hallo.
Hallo. Es gibt Deep Slate Coal Ore? Ah, ich glaube, das kann. Ich glaube, das ist total. Stimmt, ich glaube, das Zeug ist total selten, weil ich glaube, das generiert nur, wenn eine. Wenn eine Kohleader praktisch an dieser Grenze generiert. Also wie zwischen. Praktisch an diesem Übergang. Ich glaube, da kann es passieren. Also gibt es tatsächlich doch Deep Slate Coal Ore. Ich dachte tatsächlich, das gäbe es nicht. Pass auf, wir gehen mal kurz. Wir müssen mal kurz zur Geode. Also ich will mal wissen, wie viel wir jetzt da überhaupt haben. So, die hatten wir anscheinend noch nicht. Das Ding kommt weg. Ich glaube, Deep Slate Kohlerz, also Deep Slate Kohle, könnte einfach das mit eines der wertvollsten Dinger im Spiel sein. Einfach aufgrund der Seltenheit. Ich habe vorhin aus einem Ding 16 rausgekriegt und jetzt kriege ich aus 3 irgendwie 12 raus. RIP. Amethyst Bud. Budding Amethyst, Medium Amethyst Bud. Das Ding müsste man eigentlich mal komplett darauf optimieren, dass einfach nur die Dinger hier übrig bleiben und zu allen Seiten halt freigelegt, dass man hier richtig gut Amethyst wachsen lassen kann. Aber ich will auch nicht irgendwie dann tagelang hier AFK rumstehen. Ja. Hat was, oder? Ist natürlich noch nicht ganz fertig. Da oben für irgendwo noch Slabs hin und es wird nach hinten hin noch eins weitergehen. Aber ich stelle mir das schon eindrucksvoll vor, wenn man aus dem Portal kommt und das Erste, was du siehst, ist einfach das hier. Ich habe ein bisschen AFK gefarmt. Und zwar bei unserer Geode, die wir unter der Mine hatten. Ich habe die auch ein bisschen optimieren müssen, weil ich habe wirklich immer, praktisch während ich die anderen beiden Streams geschnitten habe, eine halbe Stunde gewartet und dann mit Fortune 3 schön die Amethyst-Dinger abgefarmt. Deshalb sind wir jetzt auch bei Tag 1099. So kann man die 2000 Tage auch erreichen, indem man einfach irgendwo steht, wo einem nichts passieren kann. Aber wir können dann jetzt endlich das Ding mal reparieren, weil ich habe das Gefühl, wir werden es bald wieder brauchen. Wir müssen bald wahrscheinlich wieder Beacons verteilen. Also, ja, werden wir müssen. Entweder brauchen wir wieder Beacons, wenn wir die beiden Monumente, die wir gefunden haben, raiden. Oder wenn wir hier die Infrastruktur weiter ausbauen. Und ich will ja sowieso, mir hat das mit dem roten Glas ja eh nie gefallen. So, jetzt ist das soweit repariert. Wir brauchen Lehm für Terrakotta. Und wir brauchen, genau, wir brauchen eine blaue Farbe. Wir können zum Lapis Lazuli einfach von dem einen Kleriker da kaufen. Villager sind auch noch so eine Sache. Ich will irgendwie gucken, dass wir Villager in die Maya-Stadt kriegen. Also halt auch passende. Also ich möchte, dass dann in der Waffenschmiede halt auch ein Waffenschmied wohnt. Abwegig, ich weiß. Aber unter Umständen, ich komme glaube ich auch nicht mehr um einen Villager-Breeder herum. Ich meine, die Villager zu züchten ist ja nicht das Problem. Aber sie halt an den Ort zu kriegen, wo man sie haben möchte, ist ein Krampf. Aber ich denke mal, ich muss gucken, dass ich dann wirklich in der Stadt auch ein paar Stone Masons unterbringe, die zumindest die Farben verkaufen, die in der Stadt vertreten sind. Das Problem ist natürlich, es ist dieser eine Trick, dass man natürlich die Hotbar voll macht mit den Blöcken und dann so ein bisschen semi-random mit dem Scrollrad arbeitet. So, Frage. Ich möchte eigentlich ungerne den Glowstone hier drin lassen. Aber wir brauchen ihn vielleicht später noch als Referenzpunkt, deswegen. Ich meine, Glowstone ist erneuerbar. Wir haben allein heute schon wieder 36 durch die Trades bekommen. So, ich meine, auf die Distanz sieht man das sowieso nicht mega detailliert.
Ich muss echt mal wirklich so eine, mich ein bisschen um die Villager kümmern. Aber ich möchte keine Trading Hall in dem Sinne haben, weil mir das viel zu viel Aufwand ist. Auch wenn es vielleicht ein bisschen paradox ist. Und dann habe ich ehrlich gesagt lieber so einen so Bereich wie die Maya-Stadt, wo dann wirklich Villager, die auch zu den Gebäuden passen, wohnen. Auch wenn das nicht effizient ist. Und wahrscheinlich auch mehr Arbeit, als es wert ist. Und ich meine, ich kann die Villager eh nicht frei laufen lassen. Das finde ich sowieso das Schlimmste. Ich würde sie am liebsten eigentlich frei laufen lassen. Aber es ist egal, was du machst. Wenn du sie frei laufen lässt, bringen sie sich um. So, ich habe dir Emeralds anzubieten. So, jetzt hast du Polished Granite. Okay, er macht nur einen von denen. Anscheinend. Aber Polished Granite ist gut. Solange sie keine Vogelscheiße uns anbieten will, ist alles gut. Light Grey Terracotta und Yellow Terracotta. Yellow könnte man in Zukunft vielleicht gebrauchen. Ich bin bereit. Was ist das? Das ist Light Grey. Ich wüsste jetzt gerade auf Anhieb nichts, wofür man das verwenden würde, aber ich habe das Gefühl, Gelb könnte brauchbar sein. Also bleibt dir vielleicht das Schicksal als Breeder zu dienen erspart. So, machen wir mal ein bisschen blaues Terrakotta. Ich bin so blöd. Ist die falsche... Ist die falsche Farbe, oder? Obwohl, nee, ist richtig. Nee, ist richtig. Ich war zwischendurch gedanklich bei dem hellblauen Terrakotta. Aber das passt. Das ist okay. Was wir, glaube ich, einfach brauchen, ist hier so diesen Vorplatz. Weil hier kommt dann einfach Gravel hin. Ich glaube, das passt am ehesten für die Wege, weil es soll sich ja auch abheben und ich meine, ja, in Siedler, je nachdem, welches Texturenpark man hat, es sind entweder halt Steinfliesen oder einfach nur Trampelpfade. Aber ich glaube, hier eignet sich Kies mit am besten und dann vielleicht hier so einen runden, größeren Vorplatz, wo ein paar Wege abgehen und auch ein paar andere Gebäude vielleicht angereiht sind. Vielleicht direkt die Burg auf der anderen Seite, dass die dem Portal gegenüber liegt. Oder man könnte natürlich auch das Portal in die Burg stellen. Es hätte vielleicht auch was. Problem damit ist, auf diesem Vorplatz müsste dann die Beacon irgendwie. Und es gibt keinen Weg, diese Beacon-Strahlen unsichtbar zu machen. Das heißt, ich möchte nicht rauskommen aus dem Portal. Vor mir ist dieser Platz. Und ich sehe halt, möchte halt, dass man nicht die Beacon, sondern halt da oben, dass die Sonne sieht. Und nicht, dass dann irgendwelche Beacon-Strahlen da drin hängen. Also das muss man irgendwie ein bisschen geschickter lösen. Ich überlege auch gerade, ob man die Dinger nicht mit Kupfer auslegen sollte. Ich meine, es ist im Spiel, es ist rot. Ich glaube, das könnte... Ich glaube, dass das... Ich weiß halt nicht, sollen das Blutgefäße sein? Ich meine, die Mayas haben Menschenopfer betrieben. Das könnte aber auch einfach rotes Gold sein. Und dann wäre Kupfer natürlich noch mit am nächsten dran. Ich habe ja überlegt, ob man das Portal auch ein bisschen wie das aus Siedler 2 aussehen lassen kann, aber ich befürchte, dass das nicht drin sein wird. Ja. Damit ist die untere Etage von außen schon mal verkleidet. Sieht doch aus, als würde es was werden. Ich muss nur sagen, wir müssen echt gucken, dass wir langsam uns mal mit Villager-Stongs beschäftigen. Weil allein schon für Quarz und für hier das Zeug und für Terrakotta auch, die Masons, ich habe die total unterschätzt. Ich meine, selbst der eine, oder die eine, hat uns ja jetzt mit dem Quarz schon gut weitergeholfen. Ich muss mal gucken, dass ich glaube, die nächste Folge müssen wir echt gucken, dass wir die Anbindung hier hinkriegen.
Und dann irgendwie gucken, dass wir ein paar Villager. Irgendwo müssen wir einen Villager-Breeder hinkriegen. Vielleicht setze ich einen in den Nether. Wir machen heute mit ein paar Infrastruktur-Upgrades weiter. Ich habe ja schon letztes Mal abgesprochen, wir brauchen unbedingt mehr Villager und deshalb, wir brauchen endlich einen Villager-Breeder. Das ist eigentlich, ich habe jetzt etwas, was viele Leute als erstes bauen, aber das muss langsam einfach sein. Und dann bauen wir auch erstmal die Nether-Highways weiter, weil das schiebe ich auch schon so lange vor mir her und wir brauchen die halt auch, um langfristig die Villager transportieren zu können. Ich habe aber festgestellt, sieh hier, das gelbe Terrakotta können wir brauchen, weil die Häuser von den Mayas tatsächlich gelbes und rotes Terrakotta verwenden. Das heißt, das nehmen wir auch mal gerade mit. Was ich auch festgestellt habe, ich habe mal ein bisschen noch weiter getestet in meiner Testwelt und schon mal Prototypen für die normalen Maya-Häuser erstellt. Und da habe ich festgestellt, dass man die Häuser, da kann man auch Villager-Breeder drin integrieren. Man muss es nicht bei allen machen, aber das könnte halt auch dazu beitragen, dass die Stadt, wenn sie halt ein bisschen weiter ist, dann auch belebter wirkt. So. Eigentlich ganz simples System. Ich habe hier zwei Villager, die als Farmer arbeiten. Das heißt, sie können hier zwei Felder bewirtschaften. Der Villager-Breeder hier wird also selbst versorgend. So, die Versuche können nicht hier durchlaufen, weil das hier ist, aber die Babys kommen durch. Die Babys springen dann praktisch hier rein, denken, dass sie da drauf laufen können, springen ins Wasser, werden hier hingespült. Und hier sind dann Betten. Jetzt kaperst du mein Boot. Ich brauche wohl offenbar eine Dreschschaufel. Tut mir leid, Lamas. Tut mir leid. Nein, hört ihr wohl. Ihr macht keinen Damage, ne? Und Lamas, warum tut ihr mir das an? Sie haben mich gezwungen. RIP Lamas. Ich wollte das nicht tun. Ich kann Lamas einfach nichts mehr zuleide tun, seit ich mit ihnen wandern war. Und goldene Karotten. Hallo. So, aber dann brauchen wir nämlich auch demnächst theoretisch kein Steak mehr. Weil goldene Karotten haben zwar weniger Hunger, aber dafür mehr Sättigung. Ich meine, letztendlich sind sie ziemlich gleich auf, aber ich glaube, die Karotten haben den Vorteil. Wir müssen auch keine Kühe töten. Das kommt noch dazu und es ist bonzig. Ja. Ja. Störe ich? Nein, keine Pfeile. Sollt euch lieb haben. Habt euch lieb, kommt. Da ist ein Bett frei. Ihr habt drei Betten. Hat's funktioniert? Hä? Aber es hat XP gegeben. Jetzt sag nicht, die Ladung hat ihr Ziel verfehlt. Ist kein Baby, schade. Verbraucht ihr deshalb eure ganze Nahrung? Brauchen Villager Nahrung? Wenn sie versuchen, sich fortzupflanzen, es aber nicht schaffen? Das sind jetzt Dinge, die ich gerne wüsste. So. So schnell kann's gehen. Also so kann man auch 2 Stunden zubringen, aber ich glaube, es hat uns langfristig doch ein bisschen Ärger erspart. Okay, das ist. -248 minus 249. So, habe ich soweit damit alles abgedeckt? Boah, hat ja auch nur. Fast. Ja, doch. Ja, fast 3 Stunden gedauert. Also, so kann man 5 Stunden Stream auch zubringen, aber ich glaube, das war wichtig.
dass wir das machen. Kannst du bitte... Hau einfach ab. Ich mache jetzt hier aber dann auch an der Stelle Schluss. Ich werde offscreen mal ein bisschen aufräumen müssen. Und eventuell fange ich jetzt auch mal vermehrt an, offscreen so Sachen vorzubereiten. Beziehungsweise vielleicht auch sowas. Ich weiß nicht, ob ich sowas wirklich noch im Stream machen muss. Keine Ahnung. Das Ding ist, eigentlich muss die Kamera mitlaufen, weil für den Fall, dass ich sterbe, will ich halt auch meinen Tod natürlich auf Kamera haben. Aber vielleicht, wenn nichts in dieser Zeit passiert, gehe ich vielleicht einfach hin und mache ein paar Kleinigkeiten nebenbei, nehmen sie auf, wenn es nichts passiert, dann kommt es halt nicht ins Video. Irgendwas in der Hinsicht muss ich mir überlegen. Weil wir haben so viele Kleinigkeiten, die wir vor uns herschieben und die uns davon abhalten, die wichtigen Dinge zu tun, wie diesen Maya-Tempel, den wir heute gar nicht gesehen haben. Wer beim letzten Mal dabei war, weiß, hier haben wir nicht aufgehört. Ich habe eine kleine AFK-Plattform gebaut für die, für die Guardian-Farm, weil ich wissen wollte, ob das überhaupt auch funktioniert so. Und hat sich herausgestellt, es funktioniert gar nicht. Also nicht nur schlecht, da kam gar nichts, was mich total irritiert hat, weil als wir das Ding gebaut haben, kamen ja immer wieder mal irgendwelche Spawns. Und dann ging ich davon aus, dass wenn das ganze Wasser weg ist, und man halt spätestens, wenn man hier oben so eine Plattform hat, dass das voll abgehen müsste. Und dann habe ich gegoogelt wie ein Weltmeister und habe dann das Wiki abgegrast. Und im Wiki steht, Guardians brauchen 2 Wasserblöcke übereinander. Das stimmt nicht. Guardians brauchen 2 Wasserblöcke übereinander und noch mindestens einen halben Block, der irgendwie, also entweder Luft ist oder, oh nein. Fuck. Oh. Warum habe ich den Elytra ausgezogen da drin? Also gut, wir wissen schon mal, wir können diesen Fall überleben. Das ist gut zu wissen. Scheiße, also ich merke auch, ich bin nicht in der Lage, von meiner Brustplatte auf einen Elytra zu wechseln, während ich falle. Weil ich das überhaupt nicht geübt habe. Aber gut, ich meine mit Federfall 4 und Protection, aber es ist trotzdem, ich glaube, das ist auf Höhe 150. Und wir sind hier, ja, es sind 100 Blöcke. Aber wir haben jetzt die Hälfte unserer HP verloren. Das Ding. Anyway, was wir hatten, ich habe einfach hier einen Teil der Decke durch Half Slabs ausgetauscht. Und damit ging es dann. Aber ich musste extra auf eine andere Map gehen. Und da praktisch dann testen, woran es lag. Wie gesagt, weil die offiziellen Informationen, beziehungsweise das, was im Wiki stand, nicht stimmte. Ich habe das Wasser hier geändert und hast du nicht gesehen, es hat alles nicht funktioniert. So, wenn ich hier ein bisschen, ich habe jetzt hier ein bisschen gestanden zeitweise, also ist nicht ideal, weil die Guardians sich doch sehr wehren können gegen diesen Strom. Aber das reicht. Ich meine, von den ganzen Blöcken, die nicht Seelaternen sind, haben wir ja auch... Okay, dunkles Prismarin haben wir auch nicht so viel. Aber das Zeug haben wir, das Zeug haben wir. So, jetzt hat der Stream direkt schon mal mit einem Schock angefangen. Aber heute möchte ich jetzt endlich mal weitermachen mit dem Tempel, nachdem wir den das letzte Mal gar nicht gesehen haben. Und ich habe noch in der Mine vom Wüstentempel habe ich weitergemacht. Ich habe einfach mal so weit gearbeitet, wie uns die Beacon lässt und die Beacon dann abgebaut. Wir werden jetzt auch die Mine wahrscheinlich nicht mehr groß nutzen, sondern neue in 1.18 Gebieten schaffen. Moment, der Maya-Tempel ist in der Richtung. So, und wir tragen jetzt auch hier keine Elytra. Ich frage mich aber gerade echt, warum ich den Elytra abgelegt habe, als ich auf die AFK-Plattform. Ich komme ja nur mit Elytra auf die AFK-Plattform drauf. Das heißt, ich habe eigentlich keinen Grund, den abzulegen. Ich weiß nicht, ob das Gewohnheit war. Ich habe gerade echt überlegt, ob die Hardcore-Welt auf die Weise gerade endet. Durch komplette Dummheit. So, ich fange den Stream an und marschiere da einfach runter. So, dann sind wir wieder hier. Ist eine Weile her. Ich habe aber auch die Zeit genutzt, denn ich habe ja eine Testwelt, wo ich diverse Gebäude auch schon mal vorbaue, um zu gucken, wie passt das von der Größe her. Und das, ich habe ja gesagt, das hier baue ich im Prinzip doppelt so groß, wie es im Spiel ist, damit ich die ganzen Details reinbringe und habe das dann ursprünglich auch für die anderen Gebäude so machen wollen. Und das ging nicht so richtig auf, weil für alle anderen Gebäude wäre das total übergroß. Und das wollte irgendwie, also wenn ich den großen Turm, ich habe den schon im 1-1-Verhältnis eigentlich halbwegs hingekriegt, wenn ich den noch größer machen würde, wäre der von der Höhe auch schon wieder bestimmt bis hier. So, das kann nicht der Sinn der Sache sein.
Dann habe ich überlegt, ob ich die einzigartigen Gebäude, die ich nur einmal bauen würde, also zum Beispiel den großen Tempel, den kleinen Tempel und die Burg, halt in diesem erhöhten Maßstab baue. Und die Gebäude, die ich halt mehrmals baue, halt in diesem 1 zu 1 Maßstab. Das hat aber auch nicht so richtig Sinn ergeben. Bis ich dann zu dem Schluss kam, dass der Tempel, also der große, in Siedler einfach viel zu klein ist, relativ zu den anderen großen Gebäuden. Also er müsste wahrscheinlich in-game einfach doppelt so groß sein. Aber das Ding bekennst du halt irgendwo hingesetzt. Also sie haben es einfach runterskaliert. Aber ich glaube, das hier ist schon der richtige Maßstab. Und dann der 1 zu 1 Maßstab passt dann für die anderen Gebäude auch eigentlich ziemlich gut. Plus, minus ein bisschen. So, und was ich noch zu diesem Tempel hier sagen kann, wir bauen kein Inneres. Also zumindest erstmal nicht, weil das Tempel hat eigentlich kein Inneres gehabt. Also ich habe mir tatsächlich Bilder angeguckt, beziehungsweise ich habe generell angefangen, mich in Maya-Architektur einzulesen. Und ich glaube, das Einzige, was man hier drunter finden würde, wäre eine Grabstätte. Könnte man sich überlegen, ob man sowas versucht, mal später zu bauen. Dafür hätten wir auf jeden Fall genug Platz hier drin. Aber im Moment nicht meine Priorität. Ich muss aber sagen, es ist echt etwas beunruhigend, Bilder von den Tikal-Tempeln 1 und 2 zu sehen, auf denen halt dieser Tempel basiert. Die sehen, das ist einfach schon ein bisschen creepy. Es wirkt irgendwie so, als im Vergleich, wenn man das Siedler-Gegenstück gewohnt ist, wirkt es, als kämen die echten Bilder aus der Creepypasta. So, damit haben wir nämlich auch ein bisschen wieder die Textur aus dem Spiel wieder. So, diese Etagen sind ein bisschen übergroß vielleicht, aber es liegt auch einfach am Maßstab. Also auf dem Discord findet sich tatsächlich auch ein 1 zu 1 Nachbau, wo halt die Plattformen hier also auch wirklich nur irgendwie einen Meter breit sind. Aber ich hatte echt den Eindruck, dass da zumindest theoretisch Leute drauf laufen würden. Da muss halt, dachte ich mir, muss schon ein bisschen mehr Platz da sein. Weil wie gesagt, ich habe auch angefangen, mich ein bisschen in Maya-Architektur einzulesen und zum Beispiel habe ich jetzt eine Ausrede, um statt normalem Kies weißes Betonpulver für die Straßen zu verwenden, weil die Mayas tatsächlich ein Kalksteingemisch verwendet haben, um daraus halt Wege zu machen. Das hatte auch eine gewisse religiöse Bedeutung für sie. Die Mayas sind generell ein faszinierendes Volk gewesen. Hatten keine Maßeinheit, aber kannten trotzdem schon den goldenen Schnitt und haben perfekte geometrische Formen bauen können. Muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass wir hier kein Inneres bauen müssen, weil ich hatte echt überlegt, wie würden Gemächer von Hohepriestern aussehen. Und vor allem, wenn man 10 unterbringen möchte, wäre das halt schon ein bisschen eng geworden. Aber das heißt, wir können die restlichen Gebäude halt machen, wie halt in Siedler selbst auch. Ein Siedler, der da drin wohnt und ein paar Trades hat. Also jetzt, wo ich das Ding komplett sehe, aus dem Winkel. Jetzt, wo ich das Ding komplett sehe, aus dem Winkel, ist es eigentlich nicht hoch genug. Aber warum ging denn das in der. Ich habe halt in der Testwelt nur ein Drahtgittermodell gebaut. Aber selbst damit ging das eigentlich schon gut auf. Vielleicht muss ich hier. Naja, im Zweifel kann ich, glaube ich, aber trotzdem noch das immer noch gerade biegen, indem ich einfach hier die Dinge halbiere. Ja, ich schaue mal von einem der hohen Bäume. Ich glaube, aus dem Winkel ist es okay. Und so ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Ich meine, es soll ja auch, wenn ich vom Boden aus drauf gucke, schon ein bisschen überwältigend wirken, aber so wirkt das halt irgendwie eher fett. Mal schauen. Unter Umständen müssen wir halt wirklich hingehen und hier diese Plattform nochmal halbieren. Ich glaube, das würde es schon gerade biegen und es hätte noch den Vorteil, dass wir hier halt ein bisschen mehr Platz noch hätten.
Und unter Umständen auch die Treppe. Wobei, wenn ich die Treppe wieder kleiner mache, sieht es auch wieder, dann geht auch wieder was verloren. Wie gesagt, ich habe mich da schon ein bisschen weit vom Original entfernt, weil ich halt echt gedacht habe, man kann, soll hier auf den Sachen schon rumlaufen können. So, und wenn man jetzt schaut. Was ist denn jetzt hier von hier? Hier ist halt das Ding, dass wir die Beacon im Gesicht haben. Aber doch, ich glaube, das geht. Er ist ein bisschen weit. Also jetzt, wo das Ding richtig Masse hat und ich nicht nur ein Drahtgittermodell mir angucke, kommt das Ding mir schon sehr breit vor. Aber ich merke auch gerade, ich habe einen Fehler drin. Ja. Die Ecken. Die Ecken da, die sind so nicht richtig. Da muss Terrakotta hin. Aber das ist zum Glück schnell behoben. Also aus dem Blickwinkel ist das, finde ich, voll okay. Jetzt Burg freestylen. Oh nein. Nein, 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 nein. Die Burg ist relativ kompliziert. Also auch was Blockpalette und so angeht. Und ich finde, die ist ein bisschen. Also ich krieg's zwar halbwegs hin. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen Zeit. Die Häuser habe ich eigentlich so weit hinbekommen. Da werde ich auch zum ersten Mal mit Glazed Terracotta arbeiten, mit dem schwarzen Zeug wohlgemerkt. Das hat irgendwie ziemlich gut gepasst. Den kleinen Tempel muss ich nochmal gucken mit dem Maßstab. Da frage ich mich aber auch, wo ich den hinsetzen soll. Lager bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit dem Maßstab. Minen wachsen mir langsam ans Herz, aber ich finde es auch noch nicht so cool. Das Problem ist, die Frage ist halt, was kommt wohin? Also ich kann jetzt hier mit dem ganzen Wald, der hier noch ist, halt mega schlecht eine Stadt planen. Also wir müssen eigentlich erstmal gucken, dass wir irgendwie einen Überblick kriegen, was wohin kann. Das Ding ist, ich habe mich ja wie gesagt ein bisschen in Maya-Architektur eingelesen und die Mayas haben ihre Städte gar nicht so heftig geplant. Zumindest bei weitem nicht so, wie es die anderen mesoamerikanischen Völker gemacht haben. Die sind hingegangen, die Mayas, und haben praktisch Plätze gehabt, wo halt wichtige Sachen standen oder waren. Zum Beispiel auch da, wo Grundwasser verfügbar war, wo man halt gut Häuser bauen konnte. Und haben halt diese Plätze dann halt mit diesen weißen Wegen halt verbunden. Und daraus sind dann langsam die Städte gewachsen. Und das könnte man probieren, ein bisschen zu imitieren. Wir müssen hier nicht dicht an dicht mit Blöcken und so bauen. Aber trotzdem müssen wir eine grobe Vorstellung haben, was wohin kommt. Ich glaube auch, dass das. Ich hatte zwischendurch überlegt, ob wir auf einer von diesen kleinen Inseln den Hafen und die Werft hinkriegen. Nur das Ding ist, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, hier Schiffe zu bauen. Weil wir brauchen unter Umständen eh. Wir brauchen unter Umständen eh noch Brücken. Und mit Brücken können wir dann Schiffe vergessen. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Flüsse breit genug für die Schiffe wären. Also theoretisch schreit der Teil hier irgendwie danach, dass man hier Agaven hinsetzt. Oder zumindest irgendwie es faked. Das heißt, Mana-Produktion wäre tendenziell auch hier. Man könnte aber auch dann noch die Nahrungsprodukte. Ganz ehrlich, hier ist so viel Platz. Hier könnte man vielleicht sogar beides unterbringen. Ist eine gute Frage, ob man überhaupt später Schiffe bauen will und wo die sein sollen. Vor allem, wie würden die Schiffe. Wir müssen ja dann irgendwie, wenn wir Brücken bauen wollen, das ist auch so eine Frage, wie sehen Brücken dann aus? Wir werden keine Brücken hinkriegen, die so hoch sind, dass da die Schiffe drunter durchfahren könnten. Das heißt, wir müssen die Stadt auch entsprechend planen. Ach, da ist ein kaputtes Netherportal. Ich glaube, ich weiß, wie wir das mit den Brücken lösen können. Und zwar machen wir es einfach wie in Siedler 2 mit den Wasserstraßen. Wir bauen hier einfach irgendwo ein Floß. Das ist ja an sich relativ easy. Und haben damit halt. So, ne? Theoretisch wäre es im Weg. Aber die Schiffe fahren ja auch nicht. Und dann kann man sich halt denken, dass das Floß dann halt Platz macht. Ansonsten ist das Floß halt mittig, das heißt, man kann unter Umständen halt auch da einfach drüber springen.
So, Frage ist, wo können wir hier irgendwie einen Schnitt machen? Weil wir haben hier, haben wir Zeug. Wir haben halt nirgendwo hier einen Punkt, wo man mal wirklich alles sehen kann. Die Insel ist eigentlich groß genug, dass man die komplette Nahrungsproduktion, ich glaube, die könnte groß genug sein, dass man die komplette Nahrungsproduktion hier machen kann. Also wenn man da Mana und Nahrung unterbringt. Und hier vielleicht so ein bisschen das Stadtzentrum ist. Wo halt nicht so viel unbedingt Funktionales ist, aber vielleicht mehr Häuser, ein Marktplatz irgendwo. Ziehobjekte vermehrt. Dass hier praktisch sich das öffentliche Leben abspielt. Und dann vielleicht irgendwo in der Richtung. Ich meine, da drüben auch, ist ja auch Lava. Das könnte man vielleicht gut rechtfertigen. Dann die Schwerindustrie. Vielleicht. Das Ding ist, ich hätte es halt schon gerne in der Nähe von einem Berg. Aber die. Wir haben ja außen eh nur die Mineneingänge. Müssen wir mal gucken, ob vielleicht das schon reicht. Dass die Minen vielleicht ein bisschen weiter weg sind und wir dann irgendwo dazwischen halt dann die Schwerindustrie haben. Mal gucken, wie sieht das da drüben aus? Was jetzt haben wir hier so? Das ist, glaube ich, der mickrigste Berg, den man so hat. Kommt auch auf der anderen Seite von einem Fluss. Also auch da wäre eine gewisse räumliche Distanz, aber das ist vielleicht ganz gut. Man hätte ein paar Lager vor Ort und würde dann halt, hätte dann halt einen Weg, der hier rüber führt. Und dann hätte man hier auch nochmal ein paar Lager vor Ort und dann geht das. Ich meine, wir bauen ja jetzt hier auch keine Metzelschwerindustrie auf. Ich denke mal so eine Werkzeugschmiede, zwei Waffenschmieden, drei Goldschmelzen, drei Eisenschmelzen. Sind schon 12 Gebäude. Vielleicht noch ein paar große Türme dazu und da drüben auch. Häuser brauchen wir an allen Stellen, ein paar zumindest. Ziehobjekte, wenn welche passen. Wie gesagt, ich kann nur leider nichts davon jetzt freestylen. Also, da muss ich halt wirklich mich auch echt drauf vorbereiten und, also einmal die Prototypen vorbereiten, dann Screenshots von allem machen, dass ich möglichst nur die brauche. Ich möchte jetzt nicht ständig zwischen den Welten hin und her wechseln. Und vor allem dann auch das ganze Zeug hier clearen. Also ich würde sagen, wir sind erstmal hier, dann können wir zwischen den Gebieten ein bisschen wechseln. Und da müssen wir schauen, womit man die Stadt noch ein bisschen füllen kann. Also es wird, glaube ich, auch viel leere Fläche geben, aber das ist okay. Also notfalls wächst die Stadt vielleicht später noch ein bisschen. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Gebäude wie Pulverhaus oder so, die man auch noch irgendwo unterbringen kann. Wobei ich das eher bei Schwerindustrie zuordnen würde. Wobei ich bei dem Pulverhaus ja auch überlege immer, ob man da drunter nicht eine Creeper-Farm verstecken kann. Also ob man das hinkriegt. Müsste ich mich aber auch mit befassen. Wollen wir halt drumherum dann schon. Ich meine, ich würde da trotzdem mit einer AFK-Plattform arbeiten, aber man muss halt trotzdem irgendwie die Höhlen drumherum ausleuchten. Das, weil ein paar davon würden dann trotzdem in dem Gebiet sein, was sonst auch geladen wird. Wer bist du? Okay, du hast einfach nur Gras. Und jetzt bist du weg. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Das ist schon mal sicher. Aber weil wir heute auch relativ spät angefangen haben, würde ich sagen, ich beende den Stream schon hier. Dann kann ich auch das Video fertig machen. Und mir überlegen, wie wir es machen. Ich hoffe nur, dass ich keinen Stream aussetzen muss. Weil ich nicht weiß, wann ich unter der Woche halt noch irgendwie die ganzen Gebäude vorbereiten soll. Beziehungsweise, wie gesagt, ich muss die Screenshots machen. Ich muss gucken, dass ich wirklich genug Referenzbilder habe. Wir beenden das auf jeden Fall erstmal hier. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Minecraft Hardcore.